Wie ihr sehen könnt, bräuchte ich eure Unterstützung. Und ihr sollt ihr bekommen. Wie kommt es, dass ihr hier seid? Ich bin eine Abenteurerin. Ich habe meine Gruppe hergeführt, um die Quelle des Bösen aufzuspüren. Dass dieses Gebiet befallen hat, was mehr als klar wurde, als meine Kameraden am Schattenaltar niedermetzelte. Ihr habt meine Gefängniswärter bekämpft, die Schatten. Diese unglücklichen Seelen sind Überbleibsel von lebenden Opfern, die durch die Macht der Dämonen der Dunkelheit dem Schattenfürsten zerstört wurden. Warum ist es hier und was will es? Es ist hier, um uns zu beherrschen und zu besiegen. Dieser Schattenfürst scheint sich von der Unterwerfung von Seelen zu ernähren. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird er damit fortfahren, seine Armee von Schatten aufzubauen. Wir sind hier, um den Schattenfürsten loszuwerden. Warum erzählt ihr uns nicht von eurem Versuch? Meine Kameraden und ich wurden vom Minister Lloyd von Imnestal angeheuert, um die Waldläuferin Mirella ausfindig zu machen und gleichzeitig für auf den Anstieg der Morde zu achten, den dieses Gebiet zu verzeichnen hatte. Wir fanden Mirellas Aufzeichnungen, in denen die heillose Ausbreitung der Dunkelheit in diesem Land erwähnt wurde. Die Erzählungen aus dem Ort berichten davon, wie der Schattenfürst vor Jahren von Omanator niedergeschlagen wurde. Wir betraten die Tempelruinen und sahen, dass sie mit Schattenzauberkraft verseucht waren. Die Schattenwölfe hier stammten von den Wolfsrudeln ab, die noch vor wenigen Wochen durch diese Hügel streunten. Durch Bücher und andere Hinweise erfuhr meine Gruppe von dem verseuchten Altar des Amaunator, der nur durch das Innere dieses Ortes erreicht werden kann. Wir mussten Sonnenedelsteine finden und damit die Türen der Dunkelheit, die der Schattenfürst auf unserem Weg aufgestellt hat, zu öffnen. Man kann sie erwerben, wenn man Amaunators Prüfungen besteht. Wir suchten nach den drei Teilen des Schlüssels zu der Tür, die zum Schrecken führt, über den der Schattenfürst herrscht. Der Schattenfürst kommandiert einen Schattendrachen, einen äußerst gefährlichen Feind. Wir wurden umgerissen, als er lachte, und ich bin mir nicht sicher, wie man diese Kreatur besiegen kann. Am schlimmsten ist, dass der Schattenfürst die Lebenskraft meiner Freunde genommen und sie zu Mitgliedern seiner verfluchten Armee gemacht hat. Mein geliebter Patrick wurde zu einem hinterhältigen Schatten. Ich wäre froh gewesen, mein Leben mit dem meiner Freunde zu geben, aber der Schattenfürst ließ mich nicht durch den Drachen töten. Er will mich als seinen, wie er es nennt, Verbündeten. Er ist keine Kreatur dieser Ebene und muss von einem Körperbesitz ergreifen, von dem er sich ernährt. Er lebt jetzt in Mirella und plant, meinen Körper zu benutzen, sobald Mirella schwach wird, vermute ich. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass dieser Altar, der vom Schattendrachen bewacht wird, das Geheimnis dieses Ortes. Dass in diesem Altar das Geheimnis liegt. Es muss ein Weg gefunden werden, um an diesem Biest vorbeizukommen, da es unser eins nicht gelingen wird, ihn zu töten. Der Schattenfürst und sein Altar müssen zerstört werden. Ich bin unverletzt und bereit, mit euch zu kämpfen, wenn ihr mich haben wollt. Ja, wir könnten einen tapferen Schwertarm gebrauchen, wenn ihr euch uns anschließen wollt. Da kommen wir gemeinsam als Kameraden weiterreisen. Mit Avorens Segen sollten unsere Partnerschaft von Erfolg gekrönt sein. Vielleicht sollte ich euch zuerst erzählen, dass ich, nachdem das hier geschafft ist, vorhabe, eine alte Freundin von mir namens Simone zu befreien. Das könnte ziemlich gefährlich werden. Ehrlich? Ein weiterer Held wird vom Schattenfürsten gefangen gehalten? Nein, nein, Simone wurde von dem verhüllten Magier in Adkatla als Geisel genommen. Ich habe vor, sie aus ihren Klauen zu befreien. Eine edle Aufgabe, bei der ich euch gern behilflich sein will. Ja, entfernen. Seid ihr sicher, dass ich gehen soll? Es gibt noch so viel Gutes, das wir hier vollbringen müssen. Ich halte es für das Beste, wenn wir alleine weitergehen. Ich wäre gern geblieben. Bitte rächt zumindest meine Freunde und vernichtet den Schattenfürsten. Ich werde in mein Zuhause nach Handelstreff zurückgehen. Lebt wohl und viel Glück. Ja, ich habe Handelstreff zwar schon. Da unten. Aber kann nicht schaden. Ich warte. Nun geht's. Tombletons Tagebuch. Das ist eine Hälfte des Pergaments. Es ist vergilbt, kurz vor dem Zerfall und mit zahlreichen verkrusteten Flecken besudelt. Die Oberkante
Kante des Pergaments ist gezackt. Es wirkt fast so, als würde es sich hierbei nur um die Unterhälfte des längeren Schriftstücks handeln. Die Tinte ist zwar schon ziemlich verblasst, aber noch immer lesbar. Lichtung im Süden des Gebiets gut versteckt in einer Felssäule. Diese Felssäulen sind in der Gegend sehr häufig und diese unterscheiden sich von den restlichen in der Gegend. Nur dadurch, dass sie von einer kleinen Baumgruppe umgeben ist. Ich werde diese Aufzeichnung meiner Familie schicken, damit sie, falls ich es nicht schaffen sollte, meinen Schatz finden und davon profitieren kann. Also irgendeine Lichtung im Süden eines Gebietes. Aha. Sollten wir auf jeden Fall aufheben. Ja. So der Schnee? Yoshimo ist bereit. Dann gehen wir mal, also erstmal Quicksave und dann gehen wir mal uns das hier oben angucken. Und Schatten. Frag nur. Ich denke, ich bin soweit. Ich habe getroffen. Was? Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Ich war. Ich habe getroffen. Lasst euch zu, ich habe getroffen. Aber seid wirklich da. Ihr braucht mehr. Ja, Yoshimo, nimm mal einen Nahkampfwaffe. Seid doppelt vorsichtig. Ich bin mir sicher, dass alle erdenklichen Arten von Mausefallen dort im Dunkeln nur auf unsere hineintappenden Zehen warten. Ich bin unschlagbar! Einfach unschlagbar! Wo ist Yokata? So, dann gucken wir hier mal weiter. Okay, hier ist ein Lichtkristall schon mal. Das Licht des Edelsteins, der auf dem Podest ruht, durchdringt die unnatürlichen Schatten, die in diesem Ort herrschen. Mit Leichtigkeit könnt ihr den Edelstein problemlos entfernen. Fragt nur. Ich entsinne mich. Nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Oh, shit. Also Yoshimo hat einen Sonnenedelstein. Ruft euch zu sich! Schickt sie rüber zu mir! Ich bin noch nicht fertig! Morgenritual, okay. Die Schriftsteuer steht eine Unterweisung für das Morgenritual des Sonnengottes am Manatota. Wisset meine Kinder, dass ihr mir das Morgenritual darbringen müsst, um meine Augen und Ohren zu erfreuen, wenn die heiligen Strahlen der Erde die Erde berühren und die Morgen wie süße Musik über das Land fließt. Verändert das Ritual auf eigene Gefahr, führt es nur so aus, wie ich es dargelegt habe. Der erste Teil des Rituals ist verschmiert. Vielleicht könnt ihr korrekt raten, was zu tun ist, wenn ihr wüsstet, wie das Mittags- und Abendsritual abläuft. Haltet das heilige Buch zur Sonne auf, dass es durch meine Macht gesegnet wird. Geht in euch und denkt über den Sieg des Lichts über die Dunkelheit nach. Das sind die Dinge, die mich erfreuen. Ich warte. Halte die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern Wenn's können. Das ist, was ihr wollt. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Ja, und da können wir wahrscheinlich mit ihm reden über das Morgen- und Abendritual. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. So, töten.
Ja, solange nicht immer wieder so viel Respawn kommt, das ist ja nur halb so wild. Keine große Herausforderung. Diese Büste stellt den Sonnengott am Maunator dar. Die Inschrift auf dem Podest lautet: Möge das heilige Ritual nie gering geschätzt werden. Niemand ist seiner Gnade würdig, ohne dass er zuerst in jener Art huldigt, die er selbst festgelegt hat. Lernt das Ritual oder empfangt seinen Zorn. Kind der Sonne, werdet ihr euch dem Test des heiligen Rituals stellen? Ihr müsst euren Glauben beweisen, bevor euch der Sonnenfürst sein Symbol anbieten wird. Ich möchte mich noch nicht prüfen lassen, okay. So sei es denn, der Sonnenfürst wird euch nicht segnen, bevor ihr euren Glauben bewiesen habt. Okay, ich hoffe mal wenigstens, dass wir... Oh, Schattenwolf. Okay, die Barriere haben wir mit dem Sonnenstein zerstören können. Und wir haben den Sonnenstein verloren. Ärgerlich. Na gut, wir haben auch den Bereich bereits abgedeckt. Das heißt, es bleibt noch hier unten ein Bereich und hier drüben der Bereich. Das heißt, wir gehen zuerst in den Bereich. Oh Gott, Harry. Ihr zeigt die Augen. Für dich bitte meine Dienste und mein Leben, wenn nötig. Wesentlich aufregender als du. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Harry. Ich war aber gerne. Harry kann sich nicht bewegen, aber sie kann wenigstens zaubern, also halt dich mal lieber. Au, au, au. Das ist ein Stein, der identifiziert werden kann. Schwert, stürz dich in mein Schwert. Au. Okay. Wo war unser letzter Quicksave? Gott, wie öde. Keine große Herausforderung. Ich warte. Ich bin bereit. Schneller als Chick-Picker, schneller als... Sie hat definitiv zu viel Questzeug jetzt mittlerweile im Inventar. Habt ihr einen Plan? Ihr, wo immer nichts, kauft euch zu sich. Das Böse, einen Schritt zur Seite. So. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So, kannst du die Falle da bitte finden, Yoshimo? Danke. Kannst du sie auch entschärfen? Ja. Mhm.
das gibt eine hässliche Narbe.